Ihr macht gerne Fotos mit dem Handy oder mal ein Selfie, aber ihr kennt die ganzen Filter schon und irgendwie schauen die Bilder doch immer so aus oder so oder so. Ihr wollt einfach mal einen neuen Look. So nennen die Checker das, wenn es irgendwie anders aussieht. Wir machen heute mal OSV, kein Ausverkauf, sondern Oldschool-Vignettierung. Was wir dafür brauchen, habt ihr alle zu Hause. Und es kostet fast genau 0,0 Euro. Wir nehmen ein Stück dünne Pappe, zum Beispiel eine Visitenkarte, Klebestreifen, Schere, Bleistift, natürlich das Handy und eine Nadel. Ich habe gerade keine, aber eine Büroklammer tut's auch. Jetzt geht's ans Basteln. Zuerst legt ihr die Längsseiten aneinander und macht eine kleine Markierung da, wo die Mitte der Kameralinse ist. Dasselbe nochmal auf der Schmalseite. Die Punkte verbinden und ziemlich genau da sitzt die Kameralinse. Wenn es nicht genau stimmt, macht nichts. Ansonsten könnt ihr nachher immer noch etwas korrigieren. Jetzt ein Loch reinstechen und damit es besser aussieht, schneiden wir das Stück ungefähr passend. Dann fixieren wir unsere Pappoptik mit einem Stück Klebestreifen. Fertig! Andere Looks nach dem gleichen Muster erstellt ihr mit Papier statt Pappe oder versucht mal mehrfach übereinander geschichtete Klarsichtfolie. Das Ganze könnt ihr sogar in den Bumper stecken, dann könnt ihr die neuen Optiken nach Bedarf immer wieder auspacken. Und so sehen die neuen Fotos aus. Viel Spaß beim Knipsen!